Moin, moin, liebe Edelmänner und Raubritter. Tjalfi hier. Heute soll es mal so ein bisschen um die Eisenmine gehen. Eigentlich soll es darum gehen, lohnt sich die Eisenmine ja oder nein? Da kommt es natürlich auch immer noch darauf an, wie sich das Spiel entwickelt. Aber aktuell können wir halt eben nur den jetzigen Zeitpunkt des Spiels beobachten. Und da hatte ich für mich in einem anderen Video schon mal festgestellt, nein, lohnt sich tatsächlich nicht. Einfach weil die Verkaufsprodukte von Eisen und Stahl deutlich im Gewinn zurückstehen. Aber das kann jeder selber entscheiden. Was ich euch heute mal zeige, ist, was das kostet alles und was man rauskriegt. Also ich stehe hier vor meinem Eisenbergwerk. Das habe ich erworben schon vor längerer Zeit. Hat gekostet 15.000 Piepen. Das ist schon mal eine Menge Holz. Jetzt geht es darum, die Produktion einzustellen. Gehen wir hier hin. Also aktueller Stand, nicht aktiv. Wir sagen dem jetzt mal, er möge doch bitte Eisenerz einstellen. Das machen wir. Jetzt guckt ihr auch, eine neue Produktion wird aktiviert. Pro Stunde, also Zeitstunde, kriegen wir 100 Eisenerz daraus. Das setzt aber voraus, dass wir auch bezahlen. Also das heißt, wir müssen pro Zeitstunde 2000 Piepen da reinpacken, damit wir diese 100 Eisenerz kriegen. Machen wir das mal. Also ich füge mal nur. Mach jetzt auch mal ein bisschen auch im Voraus, einfach, dass der produzieren kann und nicht gleich wieder rausgeht. So, was haben wir hier? Gehen wir raus. So. Nun gucken wir uns mal an. Also ich war hier schon länger nicht mehr. Das Lager müsste voll sein. Nee, so voll ist es gar nicht. Okay. Also 40, 80, 120. Das müssten jetzt doch 300 Stück sein, oder? 120, 240, ja. Das ist jetzt die Ausbeute von 6000 Piepen. Und damit gehen wir jetzt mal zu meiner Verarbeitungsstätte, die ich da aufgezogen habe. Denn es ist ja so, wenn wir uns schon die Mühe machen, eine Rüstung selber zu schmieden, dann wäre das ja schon ganz schön, wenn es Stahl wird. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Eisen, was hier ist, auch noch verarbeiten zu Stahl. Dafür steht hier jetzt alles. Ich habe hier so einen großen Industrieofen, der dafür ausgelegt ist. Das heißt, wir packen das hier jetzt erstmal alles rein. Das ist alles drin. Ich glaube schon, nichts mehr im Inventar. In Ordnung, dann machen wir jetzt erstmal Eisenbahner draus. Also das heißt, aus diesen 300 Eisenerz werden 150 Eisenbarren. Ein 20er Schritten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann noch einmal ein Zehner. Schalten das Ding mal ein. Dann fängt er jetzt an, vor sich hin zu muffeln und wir müssen jetzt zusehen, dass wir Kohleanlagen kriegen. Entschuldigung, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Naja, nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und das bringen wir da mal rein, dass der fröhlich vor sich hin qualmen kann. Glaubt nicht. Ja. Und dann kommt jetzt unser schönes Stahlbeil zum Einsatz. Denn was wir jetzt machen müssen, ist jede Menge Kohle. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern im echten Sinne.
Dann man taut. Sie mit Gebrüll. Wie sieht es hier aus? Mhm. Der ist noch gut bestückt. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu dem Händler hier und gucken mal, ob der Stahlbarren hat und was ein Stahlbarren kostet. Dass wir einfach mal einen vorstellenden Vergleichspreis haben, denn irgendwann wird ja aus diesen 300 Eisenerz eine Anzahl X an Stahlbarren sein, die irgendwann mal die Stahlbarrenanzahl, die dann mal 6000 Piepen gekostet hat. Wenn man die Anschaffungskosten nicht draufrechnet, was wir streng genommen eigentlich tun müssten. Aber da ich schon relativ viele Eisendurchgänge gemacht habe, weiß ich nicht. Gucken wir mal. So, was kostet ein Stahlbarren? 90 Münzen. Okay, merken wir uns. Ein Stahlbarren, 90 Silbermünzen. Ich schreibe mir das auch mal auf. Wo ist denn jetzt meine Eisenmine da? Bei mir schleicht der Fenriswolf, unser Fenriswolf, um die Beine. Jack Russell, der Gnome, der ist ein Pferd, der Fenriswolf. So, liebe Leute, das qualmt hier fröhlich vor sich hin. Den Prozess kann ich auch nicht beschleunigen. Ich hätte gesagt, an dieser Stelle gehe ich in Zeitraffer und hole euch dann ran, wenn die Eisencharge fertig ist. Solange wusel ich dann hier noch ein bisschen rum. Guck mal, wie es hier aussieht. Auch ein bisschen Kohle kann ich wegbringen. Das kann nicht schaden. So, ihr Lieben, unser erster Durchgang ist durch. Aus unseren 300 Eisenerz wurden nochmal 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 Eisenbahnen wie geplant. So. Okay, zwei Eisenbahnen, vier Kohle machen einen Stahlbarren. Das heißt, unsere Ausbeute schrumpft auf 75 Stahlbarren pro 300 Eisenerz. Gut, machen wir das auch nochmal. Und da werdet ihr sehen, dass das richtig, richtig arbeitsintensiv ist jetzt mit der Kohle. Also 20 Stahlbarren, 80 Kohle. Wie viel Kohle haben wir rumliegen?
Nehmen wir mal 40 Stahlbahnen. Oder 40 Eisen. Machen daraus mal 20 Stahlbahnen. Einmal. Okay. Wo sind die hier? Sind sie jetzt? Einmal können wir noch, wa? Ja. Dann sollen die mal loslegen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier Kohle nachliefern. So, ihr Lieben, die Stahlproduktion ist jetzt durch und ich habe mir mal die Mühe gemacht, einfach mal ein paar Zahlen zusammenzutragen. Das werde ich euch hier im Video jetzt auch gleich einblenden, einfach um mal zu gucken, was bringt uns das denn eigentlich? Und da, wenn man da mal auf den Stahl guckt, wir haben Anschaffungskosten von 15.000 Silberstücken für dieses Bergwerk, kriegen je Zeitstunde 25 Stahlbahnen raus, zahlen aber auch je Zeitstunde 2.000 Silberstücke. Das heißt, die Kosten, die reinen Produktionskosten für den Stahl belaufen sich auf 2.000 Silberstücke je Zeitstunde plus, das muss man ja auch noch rechnen, die vier Kohlebarren, die die in den Stahlbahn reingehen. Das heißt, ich habe mal geguckt, der Verkaufspreis für die Kohle liegt bei einem Silberstück, wenn pro Stahlbahn.
vier Kohlebahnen da reingehen, heißt das, wir kriegen zusätzlich zu den 2000 Silberstücke Steuern, die wir bezahlen, auch nochmal 100 Silberstücke Kohle drauf. Die könnten wir ja auch verkaufen. Schlussendlich haben wir dann einen reinen Materialpreis für den Stahlbarren von 84 Silberstücke. Die Differenz zum Verkaufspreis ist da nicht so sonderlich groß. Nicht zum Verkaufspreis, Entschuldigung, zum Einkaufspreis ist nicht sonderlich groß. Also wir können Stahlbarren für 90 Silberstücke kaufen, für 84 Silberstücke produzieren. Das heißt, das ist nur eine Differenz von 6 Silberstücken je Barren. Das heißt aber auch, wenn sich das Bergwerk amortisieren soll, da brauchen wir ganz schön lange für, nämlich 15.000 durch 150, also 6 Silberstücke je 25 Stahlbarren, dann sind wir bei 100 Durchgängen oder 100 Zeitstunden, die wir brauchen, damit sich die Stahl hier ist, oder der Erwerb des Eisenbergwerkes für die Stahlerstellung rentiert. Der Verkaufspreis, das ist absoluter Wahnsinn, da gehst du mit Riesenminus raus. Also wenn du Stahlbarren, die du selbst herstellst, verkaufst, kriegst du 30 Silberstücke dafür. Das heißt, du gehst da mit einem Minus von 54 Silberstücken raus. Also das ist schon mal ganz schön ganz übel. Beim Eisen ist das nicht ganz so schlimm. Wenn man eben nicht das Eisenerz zu Stahl verhüttet, sondern beim Eisenerz belässt, dann hat man ja wieder dieselben Eingangskosten, also 2000 Silberstücke Steuern pro Zeitstunde, Anschaffung 15.000 Silberstücke, nur dass du halt eben je Zeitstunde 50 Eisenbahnen rauskriegst. Und das heißt, wir sind dann bei Produktionskosten reines Material bei 40 Silberstücken je Eisenbahn. Ankaufspreis Eisenbahn immerhin 60 Silberstücke, das heißt, da ist die Differenz deutlich größer. Das heißt, wir kriegen hier eine Amortisierung dieses Bergwerkes innerhalb von 15 Durchgängen hin. Aber trotzdem, auch wenn man die selbst erzeugten Eisenbahnen verkauft, hat man noch einen Verlust. Also, tja, was mache ich da jetzt draus? Also, ich für mich persönlich denke, zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels habe ich andere Projekte, nämlich mein Granitbergwerk und ehrlich gesagt auch mein Marmorbergwerk, auch wenn die Zahlen da wahrscheinlich fast noch mieser sind, wo ich mein Geld besser anlegen kann. Wenn es dann wirklich da losgeht, dass man wirklich Leute ausstatten muss im großen Stil und dass man wirklich sehr viel Eisen durchsetzt, dann kann sich das lohnen. Aber für mich, zu dem jetzigen Zeitpunkt des Spiels, werde ich wahrscheinlich in einem neuen Durchgang keinen Eisenbergwerk mehr kaufen. Ja, in dem Sinne, gehabt euch wohl. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr von dem Erwerb von dem Eisenbergwerk haltet. Und ansonsten wünsche ich euch frohe Ostern.